Herzlich willkommen zurück bei Kuhmann, Let's Play so Schweizerdeutsch und Surviving Mars. Ja, ich habe in der Zwischenzeit das ein bisschen umgebastelt, zwei, drei Optionen und Verbesserungen müssen machen bezüglich Drohnen. Und ja, die beiden Hubs sind kurz kaputt gegangen und irgendwie habe ich das Gefühl, dann ist eigentlich gut so weit von der Lager her. Wir haben jetzt mit dem Shuttle eigentlich gute Transportmöglichkeiten auf dem Mars, das ist gut so weit. Und dahin ist eigentlich so ein Versuch, dass wir da einmal mehr selbstständige oder halt einfach eine Kuppel bauen. Was braucht dann die noch? Polymer. Und bei den Polymer ist es so, da haben wir Fabriken. Aber irgendwie funktionieren die nicht richtig. So. Und warum? Was brauchen die denn, zum glücklich sein? Aha. Strom, Treibstoff. Nicht genug Arbeiter, gut. Das heisst, wir müssen dann da vielleicht mal umbauen. Dass man sagt, okay, ihr da. Wie viele wohnen da? 14. Und da? 21 von 24. Also hätte glatte 10 mehr Platz. Das würde aber bedeuten, dass wir da entsprechend zuerst müssen umbauen. Das heisst, wir tun das dann mal abschrotten. Nein, warte. Habe ich das jetzt abgebrochen? Doppel. Also jetzt kommen die da und bauen das ab, oder was? Das ist ja cool gemacht, hä? We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. Wir haben uns heute hier versammelt, um einem unserer besten Lebewohl zu sagen. So schwierig und schmerzhaft es auch ist, wir müssen akzeptieren, dass Xin Zhang tot ist. Als Freunde und Gemeinschaft möchten wir unsere Trauer zum Ausdruck bringen und Verlust einräumen, den wir erlitten haben. Wir möchten außerdem einräumen, wie wichtig das Leben von Xin Zhang war. Xin Zhang ist ein Leben lang einer Vision gefolgt, die uns allen Schritt für Schritt die Möglichkeit eröffnet hat, auf dem roten Planeten zu leben. Xin Zhang verursachte nicht seine Spur in der Menschheitsgeschichte zu hinter... Was? Xin Zhang versuchte nicht seine Spur in der Menschheitsgeschichte zu hinterlassen, da Erfolg keinen Spielraum für Versuche lässt. Xin Zhang wusste, was der Ruf des Schicksals war, kannte die Risiken und Chancen und machte das Beste daraus, unser aller Wohl. Die Frage, was eine Person dazu bringt, das alles auf sich zu nehmen, können nur wir beantworten. Dies ist eine Frage, deren Antwort im Geist von Xin Zhang verbirgt, und das soll das Vermächtnis an uns sein. Effekt, der Xin Zhang ist gestorben, Todesursache, hohes Alter, ja, ist auch nicht schlecht, oder? Jedes Mal, wenn ein Kolonist eines nicht natürlichen Todes stirbt, verlassen zwei Bewerber den Pool, okay? Okay, gut. Brauchen wir jetzt Friedhöfe oder so etwas? Oder gibt's das? Elektronik, Krankenstation, deine. Nein. Ich brauche jetzt den Platz, komm. Dann haben wir einen Baum da. Schöne Apartments inne. Und jeder da? Alles gut, alles leer. Also, ciao.
Also da hinten Shuttle Hub ist fertig, das ist gut. Das hier ist fertig, können wir jetzt mehr Sektoren scannen auf einmal. Neun. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, oder? Zeig mal lieber mal. Zack, 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 zack. Die da eine, nehmt mich wunder. Die nehmt mich wunder. Also gut. Public reported. So, da hinten sind wir die nächste Kuppel am Bauen. Da kommt recht viel hin und her jetzt mit den Shuttles, die wir haben. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und wenn wir schon da hinten sind, am Wasser produzieren, finde ich, könnten wir da auch nochmal so ein Vaporisationsding machen, wo eins Wasser will produzieren. Dann braucht das sicher Strom. Ha. Sehr spannend. So. Sehr gut, das funktioniert eigentlich relativ easy. He? Wie sieht es denn aus da? Das wäre Wasserüberschuss plus 1. He? Das ist sehr cool. Also, dann müssen wir das Rohr anschliessen. Da, dann bauen wir das auch ganz schnell. Polymer sind knapp. He? Und da hat es viel Abfall rum, oder sieht das nur so aus? Research complete. Ich glaube, das ist richtig. Achso, das funktioniert. Wasserüberschuss. Das gibt ja Wasser, oder? We have an oxygen shortage. We have a water shortage. We have a power shortage. Oh. Aha, ja gut. Das ist nicht so schlimm, das ist ja noch nicht fertig da. Gut. Tun wir sie kurz deaktivieren, dann haben wir da keinen Alarm. Sehr gut. Sonst sind wir eigentlich gut unterwegs. Ja, ja, so ist das. Leben auf dem Mars da. Eins nach dem anderen aufbauen. Und das haben wir dann sonst noch so für Produktionssachen. Edelmetallextraktor, Polymerfabrik, Elektronikfabrik, Maschinenteilefabrik, Treibstoffraffinerie, Betonextraktor. Ja, ich meine, da hinten gibt es ja dann eigentlich beides. Einmal der da. Und einmal da. Das würde bedeuten, auch da brauchen wir natürlich wieder Strom für unsere Kollegen. So. Schau mal, da kommt jetzt fürs Zeug angeflogen. So werden wir das sehen. Das Edelmetalllager haben wir auch. Das würde, glaube ich, dann noch Sinn machen. Ah, warte. Das haben wir ja in dem Fall schon. Gut. Gut. Leicht an mir, da geht auch sehr viel ab jetzt gerade.
Machen wir da noch ein bisschen mehr. Das ist geil, wie sie wuselt und macht. Da ist es eigentlich gut, die durchschnittliche Moral. Wie könnten wir die denn erheben? Trinken, wir haben kein Getränk da oder was? Schauen wir mal rein. Schule, Spielplatz. Pipe leak reported. Ah, das ist eine grosse. Die Weltraumbar, ja. Ah, was haben wir denn sonst noch? Nahrung einkaufen, Casino. Ja, die hat keinen Platz mehr da. Mein Lieber. Dann müssen wir das da. Das da. Resources are low. Und das da wegnehmen. Danach kommt das gut. So, und dann, warte, nein. Anders schon, wo sind wir jetzt wieder? Eieiei. Dann haben wir das da anders wollen machen, nämlich. Rotate. Also. Jetzt. Dann, eben, wo haben wir das? Jetzt hat die Weltraumbar. Rotaten wir hierher. Dafür tun wir die Perks, die wir hatten. Natürlich ersetzen, das versteht sich. Sektor scanned. Und dann machen wir da, aber gerade noch so eine her. Da kommt doch das gut, oder? Perfekt. Dann müsste das da eine fertig gebaut sein. Tun wir das da wegmachen, dass die ausziehen. Sehr gut. Also lassen wir das hier abbauen. Dann hätten wir schon relativ viel angepasst da mal in den bekannten Wohnräumen. He? Gut, Forschung, wie sieht es aus? Forschung haben wir wieder Zeit und Platz, sehr gut. Also was haben wir denn da? Das Gebäude innerhalb von der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Das wäre natürlich cool. Hier nehmen wir das einmal. Unterirdische Heizung. Okay. Das haben wir jetzt eigentlich so noch nicht gehabt. Life on Mars.
Ja, komm, das nehmen wir mal mit und Durchbruch, was ist denn das da? Forschungskosten 2000, die ständig voranschreitende Miniaturisierung der Technologie sowie verschiedene Module haben. Der Transport struktureller Schwergewichte, zu denen die Spitze definitiv gehören, von der Erde zum Mars ermöglicht. Ja, ja, was auch immer du sagst. Gut. Also, jetzt haben wir da auch keinen Strom. Das müssen wir jetzt mal ändern. Also, dann kommt da Strom. Dann... kommt da rein. Bestimmt mal, also zuerst mal machen wir vielleicht von außen. He? Dann heisst das, wir brauchen so einen Muxi-Moxi. Ich finde, der Sound vom Game ist einfach auch zu viel, nicht? Also der Muxi-Moxi, der kann da hin machen. Dann so eine Technologie, aber das können wir selber noch nicht bauen. Okay. Okay, okay, okay. Da kommt dann so ein Wasserturm her, da hätten wir den Turm auch noch nicht gebaut. Ha? Ist mir aufgefallen. Wo ist es da? Braucht er? Einfach Wasseranschluss, oder? Interessant. Interessant, hä? Gut, also da sind sie am Umflitzen und machen und am Tun. Das Zeug wird schön verteilt da. Kann man eigentlich sagen, wenn wir da einen schon da so nah sind. Dann haben wir das schon mal, Wasser, Strom, Luft und so weiter. Und dann da rein könnten wir dann noch nicht wirklich... Jawohl. Machen wir wieder die grossen Apartments. Dass wir noch ein paar Menschen bestellen können, oder? Dann... okay, und wie viele Leute haben denn da so einen gemütlichen Hausplatz? Wir zeigen jetzt das einfach. Nehmen wir mal eins, um zu schauen, wie es aussieht. Was haben wir dann sonst noch so? Krankenstation machen wir auch. Und was machen wir noch? Ja, das ist eine gute Frage. So also ein Elektronikladen. Dann machen wir bei denen aber jetzt mal einen Versuch, wie das rauskommt, wenn man sagt, ihr habt so ein Universallager. Ah, nein, die haben ja schon alles so hin. Blöd. Das kommt gut, die sollen bauen da rein, was Zeug haben. Dann können wir nämlich eigentlich sagen, okay,
Wir wären in der Lage, um vielleicht neue Menschen zu bestellen. Eine Sicherheitsstation. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Also da, so. Mal schauen, was das bringt. Vielleicht können wir dann da sonst noch irgendetwas einbauen. Irgendwie eine Fabrik oder einmal ein Feld oder sonst irgendetwas. Lassen wir das da zuerst mal ein bisschen wachsen. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. Also. Wir haben immer noch zu wenig da, sobald wir eigentlich da live gehen. He? Also. Sektor scanned. Dann haben wir einmal Rohr verleiht, dann tun wir das das zweite Mal machen. Und da müssen wir dann halt schauen, welche Technologie das dann wäre. Zum selber Luft generieren. Neue Nutzpflanzen. Standortkuppeln. Anpassungsfähigkeiten. Ah, mittelgroße Kuppeln, sehr cool. Das ist auch interessant natürlich. Eine Drohnenfabrik könnten wir bauen. Schau auch das an. Robotik. Also, Fangstudy Rover müssen nicht mehr aufgeladen werden. Ui, das ist natürlich interessant. Aber das mit der Luft oder so, das sehe ich jetzt noch gar nicht. Hängende Gärten. Das ist natürlich auch interessant dann später. Ich weiß jetzt auch wirklich nicht, welches das die Luft ist. Verstärkung erhöht die Produktion um 25%. Atom. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, wir werden jetzt sehen, was uns das Spiel so bringt. Aber in der Zwischenzeit müssen wir halt da nochmal, ja, das bestellen. Und? Zwei von denen oder drei? Drohnenhub ist eigentlich gut. Wir haben mal zwei Drohnen. Polymer. So. Somit sollte eigentlich dann schon bald vor der nächsten Folge oder bei der nächsten Folge, am Anfang von der nächsten Folge, ein Haufen neues Zeug zur Verfügung stehen. Research complete. Gut. So weit, so gut. Research complete. Dann wäre die nächste zum Aussuchen. Mars Universität. Was ist der nächste, was wir machen?
Batterieoptimierung. Das wäre aber schon cool da. Nachhaltige Architektur. Was haben wir sonst noch? Kuppel Bioscaping. Okay. Formen und Hydrokulturformen, neue Nutzpflanzen frei, das ist auch okay. Was haben wir da? Drohne wird 50% erhöht. Ja, es ist sehr schwierig. Ich mache das da. Gut. Perfekt. Ja, und wie das so weitergeht auf dem Mars, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Come on, Let's Plays. Ich freue mich, wenn du einschaltest bei dem super, super coolen Bastel-Game namens Surviving Mars. Ciao.